Hallo, neues Video, kurzes Zwischendrin-Video, wie immer eigentlich so. Und zwar geht's um was für mich. Ich habe heute einen Fernseher geschenkt bekommen, so einen 24 Zoll LED-Fernseher, 2 Jahre alt. Der ist wohl mal auf eine Ecke gefallen, deswegen ist die Ecke kaputt. Und da habe ich das gleich mal zum Anlass genommen, den auseinanderzubauen und ein wenig zu tunen. Ich habe die Ecke repariert mit dem Heißluftföhn von hinten, ein bisschen verschmolzen. Und dann dachte ich mir, der Riss sieht irgendwie doof aus, machst du irgendwas. Also habe ich ihn komplett foliert. Ja, kann ich halt, mache ich gerne. Also Monitor folieren. Ja, da werkel ich. Zuerst habe ich den Fuß gemacht, jetzt mache ich diesen Rahmen. Den Rahmen habe ich zuerst komplett beklebt mit dieser grünen matten Folie. Das ist eine super coole Folie, die sieht super geil aus. Und jetzt arbeite ich mich halt langsam drumherum um die Ecken. Da schneide ich das ab. Ich habe es nicht komplett hinten um die Ecken gelegt, sondern ich habe den Rand schwarz gelassen, damit das zum schwarzen Gehäuse hinten passt. Ja, da war so eine Chromleiste eingelassen. Das arbeite ich jetzt alles gerade nach. Jetzt die Chromleiste, da mache ich jetzt einen neuen Klebestreifen hinter, klebe die Chromleiste wieder ein und baue das ganze Ding wieder zusammen. Boah, der ist so billig von innen. Meine Güte. Der ist so, besteht aus so generischen Komponenten. Man könnte da auch ein anderes Panel dran machen oder alles. Das ist sehr, sehr billig alles. Auch die Stecker fallen ab teilweise und die Lautsprecher sind über Kabelbrücken mit 2 verschiedenen Steckern. Naja, egal. Geschenkt. Sehr cool. 24 Zoll LED. Super. Ganz toll. Spitze. Wenig Energieverbrauch und gutes Bild. Weil Full HD. Ja, schraube ich die ganzen Schräubchen wieder rein. Typisch Billiggerät. Alles mit 100.000 Schrauben feste. Jede einzelne Platine. Und dann waren sie auch noch lose. Ich habe das aufgemacht und musste alle Schrauben nachziehen innen drin. Weil die alle lose waren. Auch die Lautsprecher unten sitzen nicht richtig, weil die irgendwie lose sind. Das ist aber so vom Werk. Naja, ja, so spar. Aber ich glaube, der hat vor 2 Jahren auch nur irgendwie 250 Euro gekostet oder so. War 210, ich weiß es nicht. Ja, wie immer, sauber machen zum Schluss. Und jetzt gleich, ganz kurz am Ende, ist er zu sehen. Da stelle ich ihn hin. Tschüss. Ja, zu Ende. Jetzt hier gleich das Video.